Machindra Pita ist der Sitz des Machindra, eine Variation von Matsyendrasana. Ausgangsposition, Sitzhaltung. Von hier gib den rechten Fuß unter den linken Oberschenkel. Platziere den linken Fuß auf den Oberschenkel, so dass die Ferse den Nabel berührt. Dann fasse mit der rechten Hand, mit der linken Hand über den rechten Oberschenkel und fasse mit der rechten Hand an den linken Ellbogen und drehe dich so nach rechts und schaue zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Das ist Machindra Pita, der Sitz des Machindra. Machindra ist eine andere Bezeichnung für Matsyendra, denn Machi heißt Fisch, ähnlich wie Matsya Fisch heißt. Pitta wird manchmal in manchen Hatha-Yoga-Texten ähnlich verwendet wie Asana. Asana heißt ja auch Sitz und Pitta heißt auch Sitz. Und so gibt es manche klassischen Texte, die sprechen von Matsyendrasana und andere sprechen von Matsyendra Pitta oder sie sprechen von Machindra Asana und Machindra Pitta. Manche Kommentatoren und Lehrer sagen, Machindra Pitta ist das gleiche wie Matsyendrasana und andere sagen, das, was Raffaella gerade vormacht, das ist Machindra Pitta.